So, wir kommen hier zurück zu Cube. Ich habe eben das Spiel schon durchgespielt bis zum Ende. Das heißt, es waren noch so, ja, 40 Minuten, sagen wir mal. Und dann hat die Aufnahme nicht mehr funktioniert. Ich konnte die Aufnahme nicht abspeichern, deswegen muss ich das jetzt nochmal machen hier. Deswegen, ich werde die Rätsel jetzt schon ein bisschen kennen. Ich werde die Lösung da spontan aber nicht mehr auswendig kennen. Aber zum Glück kann man hier einen Level Select machen, also beziehungsweise nicht Level, aber halt zumindest einen Abschnitt hier, einen Sektor Select machen. Und zufällig setzt es genau an der Stelle ein, wo ich auch aufgehört habe zuletzt. Nämlich genau hier, da wo wir runtergefallen sind, hier runter, und wo dann auch hier diese verschiedenen Farben halt vorhanden sind. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich schon einigermaßen wissen, was hier los ist und was nicht. Letztendlich geht es darum, dass wir hier diese drei Farben mittlerweile verwenden können. Die sind quasi gegeben. Und es gibt diese blinkenden, leuchtenden Steinchen, die wir dann mit der Farbe betüdeln können. Das heißt, wir können auch sagen, hier kommt das Rot, das können wir mal machen. Kann man ausfahren, kommen wir aber nicht mit hoch. Man kann es auch blau machen, gelb machen, das geht auch. Dass man das halt gelb einfärbt, dann verhält sich das halt wie ein gelber Block, ne? Aber im Prinzip, da sind wir halt flexibel, die so zu gestalten, wie wir die haben wollen. Und deswegen, das ist jetzt sehr, sehr einfach erstmal als Tutorial erstmal rangeführt werden hier. Und so geht das halt hier auch erstmal weiter. Im Prinzip genau das gleiche. Andere Farbe auswählen, ranpacken. Es ist im Prinzip sehr wie am Anfang auch, dass man erstmal diese grundlegenden Sachen hat. Und dann fortführt. Und das hier fand ich ganz cool. Das sah ganz cool aus. Ist toll, ne? Schön einmal hier so durch extrudiert, einmal schön durchgezogen, einmal kurz gedreht. Zack. Einmal durchpüriert, Pürierstab ran, fertig. So, genau, das wird dann auch entsprechend relativ schnell sehr viel komplizierter. Was ganz schön ist. Wobei, wie war das jetzt hier genau? Lass mich nachdenken. Was ist das hier? Ich glaube, ne? Hier kommt auf jeden Fall eine Kugel raus. Die kullert fröhlich vor sich hin. Und die muss da hinten hin, wo es denn grünlich ist. Von daher einfach mal ran hier. Achso, warte mal. Das ist da ran. Rätsel sind halt so lange spannend, wie man die Lösung halt noch nicht kennt. Ne? Das, vielleicht kennt ihr das ja auch, diese Knobelspielchen von wegen, hey, hier diese drei Drahtstücke sind irgendwie miteinander verknotet. Es gibt aber eine Möglichkeit, wenn man das ganz speziell dreht, dann lösen sich diese drei Teile voneinander. Ne? So geduldspielmäßig. Das gibt's auf jeden Fall, und das, da ist es dann halt auch so, wenn man es weiß, dann weiß man es halt. Deswegen, ich werde wahrscheinlich gleich lange nicht so lange brauchen wie am Anfang. Trotzdem werden es zwei Folgen, so. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Weil ich werde es nicht in der Hälfte der Zeit machen. Wir drehen uns ein bisschen, ne? Ja. Drehen sich hier ein bisschen mit durch. Finde ich ganz cool gemacht. Ist halt, es ist sehr einfach gemacht, rein von der Grafik her. Einfach überall Blöcke hingehauen, aber halt durch gezielte, sinnvolle Anordnung. Sieht es denn doch ganz spannend aus. Wie war das noch? Wir haben jetzt hier ein neues, oder das weitere Element, dass man auch Stücke drehen kann. Das kann man halt auch rumtauschen hier, ne? Das ist der, zurück. Der tendenziell irritierende Teil. Bei Hochspringen geht jetzt nicht mehr. Hui! Ne. Das ist nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Okay. Ich erinnere mich, schon falsch gemacht. Eine Sache gemacht und schon falsch. So. Das so ran. Genau. Springen müssen wir trotzdem. Man muss auch nicht immer alles benutzen. Wir haben zwei Stellen, die hier belegt werden können. Wir brauchen. Achso, da oben ist offen. Man braucht nicht immer alle von denen, die denn angezeigt werden. Das muss man auch, oder das kann man auch schon mal sich ein bisschen vor Augen halten. So. Wunder. Ja, nicht so runter. Bärchen, ich kann das. Man merkt, ich habe das schon mal gemacht. Ich kann das. Wunderbar. Ja, das ist auch ein cooler Effekt. Jetzt ein bisschen rumgeschwabbel hier. Gucken wir mal, wie die anderen wieder hören. Wir sind ja im Moment noch dabei, wir haben ja eine Dame, die uns hier, ne, die ständig um uns quasi rumschwebt und uns erzählt, dass wir in einem riesigen Alien-Raumschiff sind oder wie auch immer das ist, das auf die Erde zurast und die Erde halt bedroht wird, und der andere Kerl, der erzählt uns, dass sie eigentlich Quatsch erzählt
und dass er halt recht hat und wir irgendwo festgehalten werden unter der Erde oder keine Ahnung wo und halt, dass das hier alles nicht Alien-Krams ist, sondern Menschen-Krams. Deswegen, das ist aktuell der Plot, der hier so herrscht. Achso, wir müssen hier rumdrehen. Um es mal gesagt zu haben, ne? Falls ihr das vergessen haben solltet. Man weiß ja nicht. Achso, drehen. Da geht's wieder rein, ne? Das ist das Problem, dass es hier entsprechend ein bisschen zu rotieren hat. Ja. Ah, okay. Das darf... Das muss schon alles zu seiner Zeit sein. Wir haben nur genau ein solches Ding. Das lagert, die Kugel lagert immer an der rechten Seite. Das, irgendwie aus irgendwelchen Gründen passt das halt wahrscheinlich Physik. Und deswegen passt es halt. Und rein damit. Und dann natürlich geht es noch weiter. Da hinten, man sieht es durch die Fensterchen, es geht halt noch weiter. Ich glaube, es sind sogar noch... Kann man das sehen? Es sind sogar noch zwei... Nee, drei weitere Tore hier. Hier haben wir jetzt schon zwei von den Teilen. Danach kommt eins mit drei, danach eins mit vier. Da musste das hoch. Ja, das ist schön. Schön, schon habe ich das wieder vergessen. Toll. Warte mal. Wenn ich das so drehe... Von der Höhe her ist es... Boah, kommt es da oben hin? Warte mal. Ich hab... Habe ich eine Idee? Nee, es geht eigentlich gar nicht. Ne, ich probiere das mal, dass es auch wieder recht ähnlich funktioniert. Sag ich mal. Dass der Ansatz schon mal der gleiche ist. Dass ich das hier quasi hochschiebe. Ja, es geht sogar. Cool. Ja, siehst du mal, es geht. War das vorhin... Na, klar muss das vorhin auch genauso gewesen sein. Ich hoffe mal, die Aufnahme funktioniert jetzt nicht. Funktioniert jetzt doch. Ein drittes Mal werde ich das jetzt auch nicht aufnehmen. Vor allem müsste ich das dann irgendwie anders machen. Ich weiß auch nicht, woran das genau lag. Meine Aufnahmefestplatte hat, meine ich, bin ich mir sehr sicher, einen Knacks, dass da ein paar Sektoren irgendwie nicht mehr schön geschrieben werden können. Das wäre natürlich doof, wenn genau an der Stelle das dann versagt hat. Eigentlich... Weiß ich zumindest von einer Stelle, wo eine Datei drauf liegt, die ich seitdem nicht mehr gelöscht habe, seitdem ich weiß, dass an der Stelle was kaputt ist. Deswegen eigentlich sollte der Platz an der Stelle nicht wieder neu beschreibbar sein, weil er noch belegt ist. Aber wahrscheinlich brauche ich da mal eine neue Platte, damit ich solche Sachen hier mal ein bisschen ausschließen kann. Weil, sind wir ganz ehrlich, es nervt halt, wenn man Sachen mehrfach machen muss. Beziehungsweise, wenn man mit dem Reparieren irgendwelche Dateien länger zu tun hat, sag ich mal, die so und so viel Geld für eine neue Platte wert wären. Ne, mal so gesehen. Tja. Die sind alle an der gleichen Stelle angeordnet. Ich meine, dass man hier irgendwas rumschubsen musste. Ich weiß noch nicht mehr genau wie. Wenn man das hier rauf macht... Passiert genau gar nichts. Passiert tatsächlich genau nichts. Wunderbar, ist total schön. Hoi. Ja, das klingt so schwer, das Ding. Ich habe eine... Ach so, genau. Ich glaube, ich erinnere mich. Ist schon mal falsch. Ich meine, das war sowas in der Art. Dass man das einfach hochschubsen lässt. Gefühlt den roten braucht man relativ wenig oder relativ selten viel mehr. Das war schon mal falsch. Ja, schön. Klappt super. Achso, die Drehung, die darf ruhig da bleiben. Ist eigentlich vollkommen egal, wo die ist, glaube ich. Das muss, glaube ich, einfach nur getauscht werden hier. Da so. Dass es da dann irgendwie drinnen landen wird. Ja, noch nicht so ganz. Oder? Nee, nee. Ja, schade. Wie meint das denn da? Wie war das denn? Mal ganz ehrlich. Bombs.
Ah, natürlich, natürlich. Das muss genau über umgedreht sein. Das ist ja genau quasi dahin geflogen. Das sieht zwar ein bisschen sehr, sehr knapp aus, aber es geht anscheinend schon. Ah, ist ja falsch rum. Glaube ich zumindest. Ich meine zumindest, dass es so war. Ja. Ah, ist schön. Ist noch nicht so lange her und schon erinnert man sich kaum noch. Ist toll. Ah, ist wie mit manchen Menschen. Ja, siehst du, es passt. Dadurch, dass es halt diese Schräge hat, passt es genau daran. Schöne Sache. Fand ich eben gut, finde ich jetzt auch noch gut. Die Art, wie es halt gemacht ist. Jetzt haben wir hier 4. 1, 2, 3, 4. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Außer, dass es... doch, ich habe eine Ahnung. Alles klar. So. Jetzt kann ich euch mit meinem Mega-Geschick beeindrucken. Total toll. Ja. Ich muss das, glaube ich, nicht mal drehen. Ich muss das nicht mal drehen. Cool. Ah. Ist total simpel, aber total schön. Ja. Da habe ich eben länger für gebraucht. Okay. Fingers crossed you're hearing this. The man on your radio? This 919 person? Mission Control say that 7 years ago, they had a space shuttle malfunction and fall out of orbit. The shuttle's name was 919. They lost contact. It drifted out into deep space. And everyone assumed the astronaut on board was dead. It's possible that his suit kept him alive. There's a photosynthetic layer, just like yours, that converts light into proteins and oxygen. But they didn't think it could last that long. The astronaut's name was Jonathan Burns. And if he is Jonathan Burns, he's been alone in the dark for a very, very long time. Be confused. He may not know where he is or who he is. Here we go. I'm orbiting out of range. I'm warning you. Deep space and isolation destroy the mind. Don't listen to that voice. Ja, der Jonathan Burns. Ja, ja. So sind sie, die Leute. Nee, aber 7 Jahre lang, ne? Das wäre ein bisschen viel. Das ist ein bisschen sehr viel. Und im Moment wissen wir ja noch nicht, wem wir jetzt eigentlich glauben sollen. Ich meine, ich glaube ihm, oder gut, ich weiß jetzt, ich kenne das Ergebnis schon, oder wer jetzt hier echt ist und wer nicht. Letztendlich sind sie beide echt, muss man sagen. Was wollte ich sagen? Gefühlt würde ich... Oder was ich ja vorher auch schon gesagt habe, dass ich dem Kerl auch sehr gut glaube, was hier so los ist. Weil, sind wir ehrlich, hier gibt es doch so ein paar Sachen, die tatsächlich eher menschlich aussehen. Und wie gesagt, warum sollten wir in so einem riesigen Würfel sein, der auf die Erde zurast? Ne, mal ganz ehrlich. Oder in so einem riesigen Alien-Irgendwas. Warum? Die andere Frage ist, warum sollten Menschen uns hier eingesperrt haben? Mal ganz ehrlich. Welcher Mensch hat sich das ausgedacht und warum vor allem? Ganz wichtiger Punkt. So, das haben wir jetzt auch wieder hier. Total toll. Plonk. Haben wir genau nichts von bisher. Haben wir gleich was von. Und zwar brauche ich den jetzt nochmal. Ja. Den hätte ich nämlich gerne, damit ich da überhaupt rauf kann. Bombs. So. Ansonsten ist da noch ein Pinöpel, da ist ein Pinöpel und da oben, genau, der ist ja. Also 3 Stellen für insgesamt 5 verschiedene Sachen. Braucht man letztendlich nicht alle. Wir brauchen auf jeden Fall Hoffnung. Ne, wir brauchen erstmal noch eine Drehung. Wie gesagt, hier weiß ich das Ergebnis auch schon oder die Lösung. Und die ist auch gar nicht mal, die ist auch eigentlich ziemlich gut gemacht hier. So. Und zwar muss man ein bisschen durchtauschen, was man da macht und was nicht. Achso, das muss noch gedreht werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die von der Position her verschieden sind. Ich glaube, es müsste so passen, dass man das hier vorzieht. Und zwar
Müssen wir jetzt hier hochspringen? Hi. Hoi. Ah. Werden gebremst und sind jetzt hier oben. Jetzt kann ich das austauschen hier. Hab hier noch einen Block und ich kann da drauf gehen. Total cool. Da habe ich eben 5 Minuten länger für gebraucht. Ja, eigentlich ziemlich simpel, wenn man es dann weiß, wie gesagt. Das ist auch noch ein ziemlich cooler Effekt hier. Ich meine, es wabbelt letztendlich nur ein bisschen rum, ne? Mal so gesehen. Es verschiebt sich halt, man sieht es ja, wie sich das verschiebt. Stückweise halt. Hoch und runter, links, rechts, geradeaus. So ein bisschen halt, aber das alles zusammen bringt halt einen ziemlich coolen Effekt. Mit so einer einfachen oder relativ einfachen Geometriegeschichte. Einfach alles so einen kleinen Ticken hier, so ein paar Grätchen da ran drehen und dann einfach mal bewegen lassen und dann ist alles gut. Eigentlich ziemlich cool. Ja, und das ist auch ein schönes Rätsel hier. Und zwar, wir kommen hier nicht rein. Bombs, Bombs, Bombs. Schön hier Glas kaputt gemacht. Und das ist tatsächlich ein Hinweis, was wir machen sollen. Man kann das neu starten, bringt genau nichts. Weil, warum auch? Da kann man nicht rein, sonst ist ja auch nichts zu machen. Gar nichts. Und, das fand ich gut. Zwar brauchen wir einen Würfel, wir brauchen eine Drehung. Kann eigentlich auch direkt daran, das ist eigentlich vollkommen... Ach nee, der muss bleiben, stimmt. Das muss bleiben, sonst ist der Würfel weg. Wir haben zwei von den Teilen, die benutzt werden können. Machen wir es dann. Und zwar der Würfel, da ist auch noch eins, ne? Also in der Mitte ist auch noch eins hier. Warte mal, mache ich das jetzt schon? Ich mach das so, wie ich das vorher hingemacht habe. Und zwar gefühlt habe ich gesagt, hier komm, das Ding muss irgendwie gegen das Glas springen. Weil, ne, muss das Glas kaputt, weil sonst kommen wir da ja nicht rein. Deswegen drehen wir das ein bisschen herum. Ja. So rum. Dabei kann man den Würfel halt mitschieben, ne? Ich weiß nicht, ob es direkt richtig ist. Doch, ich habe es direkt richtig gemacht. Sehr gut. Bin ja einfach noch spontan mal gelb. Ran da und raus. Und es geht leider nicht kaputt. Zumindest nicht an der Stelle hier. Deswegen auch da dann einfach... Achso. Nochmal nehmen hier. Das ersetzen. Drehen. Drehen. Und dann haben wir das tatsächlich. Ziemlich cooles Rätsel, finde ich. Oder ziemlich coole Variante. Ja. Habe ich auch ein paar Minütchen länger eben gebraucht. Aber so ist das dann halt. Und das können wir hier rein. Und uns wahrscheinlich jetzt an diese ganzen Glasscherben schneiden. Au! Tod! Sterb! Achso, natürlich. Na? Na, so. So. Wieder der beliebte Block zum Hochgehen. Wird es doch nur eine Folge? Ich bin enttäuscht. Eben waren es noch zwei. I'm running out of power. If you don't believe me now, this may be your last chance. She's lying. That's how people lie, with lots of little details. They tell you about a date, a time, a name. It makes it seem real, but it's not real. Christ, we're probably in the same goddamn box. I'm going to bang on the wall. Listen. Was, er will in die Wand hauen? I don't know if you can hear me banging, but you have to believe what I'm saying. Wait. Oh my God. The name they told you, Jonathan Burns. It's not a name, it's a threat. You're Jonathan, and they're going to burn you. Jesus Christ, they're going to make you walk right into the incinerator. Oh, God. I'm losing signal. Don't listen to her. Ob wir Jonathan heißen? Ich glaube nicht. Vor allem, es wäre blöd, wenn das eine Aufforderung wäre. Oder eine Tätigkeit. Wobei das zu dem Feuer passen würde. Mal so gesehen. Oh God. You need to get out of there right now! The whole thing is coming apart. There's an escape shuttle dead ahead. Get in and go! No, it's not a shuttle. It's a coffin. And they want you to launch yourself into the incinerator.
You knew the second you woke up here. I know you knew it. Her fingers are crossed behind her back. Go! Don't listen to him! He's crazy! He's lying! I don't know! Get in the shuttle! They're trying to jam my signal! Don't listen to her! Tja, das ist jetzt die Sache. I don't want you to die. That's the only thing they want. Der ist so ein bisschen grantig, ne, der Kerl? Und sie ist so ein bisschen sehr bettelnd. I'm moving out of range. Please go. Ja, ich gehe ja gleich. Sehr gut. Do you think it's a coincidence there are no windows to prove you're in outer space? They already buried you. Don't kill yourself for them too. Aber ich kann nichts anderes machen. Hallo. Ich kann echt nichts anderes machen, soweit ich weiß. Deswegen, wir müssen ja hier rein. Da geht's rein. Und das sieht halt wirklich wie so ein kleines Raumschiff aus, ne? Aber naja, tendenziell würde ich oder hätte ich eher ihm geglaubt als ihr, mal ganz ehrlich. Aber naja, wir werden sehen, was passiert. Keep going. You're a hero. The president is on the line waiting to talk to you. The president's not down there. No one's down there. No, no. What the hell are you doing? Stop it! Get out! For God's sake, get out! We're all waiting for you. Everyone's waiting for you. The whole planet, your wife's there. Your entire life is waiting for you at the end. This is the end. They're gonna burn you alive. You can still stop it. Rip out the wires. Smash out the phones. Please, don't leave me. Please, don't leave me. Das sieht sehr nach Weltraum aus. Und nach vielen Würfelchen. Und nach Erde und Weltraum. Oder Weltall heißt es, ne? This is Mission Control. Damn, it's good to see you. We have someone special on the line for you. It's me. Oh my gosh, you're okay. I knew you would do it. I knew you would, but... Come home now, okay? Please, just come home. Here's something I never thought I'd say. The president wants to talk to you. Go ahead, sir. Well, thank you just doesn't quite cut it, does it? You haven't just saved the lives of every person on this planet. You found a life we thought was lost forever. Captain Jonathan Burns of Shuttle 919. And Captain Burns, now we know you're out there. We will not rest until we bring you home, no matter what. I assure you, you are found. As for you, you may have had your doubts through all this, but you persevered. In life, we don't get proof until it's done. That's how humanity achieves great things. By having faith in the possibility of good. Ist der fertig mit Reden? Ich glaube, ne? Na, man sieht ja, dass anscheinend sie doch recht gehabt hat. Er hat kein Recht gehabt. Wobei halt seine letzten Worte, glaube ich, auch erklären, warum er versucht hat, dass wir nicht hier weggehen. Weil er quasi in einer ähnlichen Situation ist und wir seine einzige Kontaktperson sind. Und wenn wir quasi hier rauskommen, dann sind wir halt weg. Und wir sollen ihn nicht verlassen. Deswegen hat er versucht, uns aufzuhalten. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Und es klingt plausibel. Deswegen wollte er uns halt aufhalten. Auch zu seinem eigenen Besten halt, nicht zu unserem. Und die Frau und hier die Mission Control, die haben versucht, uns halt zu retten. Und beziehungsweise die Erde halt zu retten. Aber sagen wir es mal so. Wenn ich alleine irgendwie 7 Jahre durchs All schwirre, ich weiß nicht, wie ich dann drauf wäre. Beziehungsweise, ob mir das Überleben eines ganzen Planeten wichtiger wäre als mein eigenes Leben. Wahrscheinlich wäre ich trotzdem für den Planeten. Aber wahrscheinlich hat der Kerl einfach so eine, ist wahrscheinlich so losgelöst von dem Gedanken von diesem Planeten, dass ihm das eigentlich ziemlich egal war. Zumindest eine nette Story. Cool umgesetzt. Und,
Hat irgendwie schön gepasst. Was jetzt letztendlich dieser Würfel ist, in dem wir da drinnen waren, was dieses riesige Gerät überhaupt gewesen ist, ich habe keine Ahnung. Wie wir da reingekommen sind, weiß ich nicht. Es gibt einige Sachen, die nicht geklärt sind. Aber sind wir ehrlich, manche Geschichten sind auch ganz schön, wenn sie ein bisschen unbeleuchtet bleiben, stellenweise. Deswegen, also mir hat das Spiel gut gefallen. Auf jeden Fall, nicht nur die Rätsel schön. Wie gesagt, die letzten Rätsel, die sahen jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher aus, als sie tatsächlich waren. Weil ich jetzt zum Großteil schon wusste, beziehungsweise den Ansatz noch wusste, wie das genau geht. Deswegen, ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde weniger gebraucht, als bei der anderen Aufnahme. Und deswegen, es ist, insgesamt ist das Spiel nicht schwierig, würde ich mal behaupten. Ich habe es geschafft, ohne irgendwie nachschauen zu müssen oder bei einem Rätsel irgendwie länger als eine Viertelstunde überlegen zu müssen. Das heißt schon mal was. Das heißt schon mal, dass das so ziemlich für jeden irgendwie schaffbar sein sollte. Sagen wir es mal so. Oder zumindest für fast jeden. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ich glaube, Portal war an manchen Stellen so ein Ticken schwieriger. Wobei, Portal war auch nicht schwierig in der Form. Portal war auch nicht so wirklich schwierig, wenn man es danach geht. Bei Portal sind halt diese ganzen Community- und Custom-Geschichten da schwierig. Weil da einige Leute speziell für kluge Menschen was entwickeln. So kommt mir das zumindest vor. Aber das ist ja ein schönes Spiel. Wie gesagt, schön umgesetzt. Rein vom Grafikstil. Man merkt, es ist halt ein Indie-Game, ne? Beziehungsweise es ist halt ein kleineres Spiel. Da ist klar, dass man da irgendwie begrenzt viele tolle Zwischensequenzen einbauen kann, begrenzt viele, was weiß ich, für tolle Grafiken reinbasteln kann. Bei dem Spiel kommt es halt wirklich auf die Grafik an. Es geht um die Rätsel, um diese Ideen, die man da umsetzt, die Art, wie diese Rätsel aufgebaut sind. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Man bekommt immer Stück für Stück häppchenweise die neuen Mechaniken reingesetzt, präsentiert. Es wird in dem Sinne nichts erklärt, aber dadurch, dass diese Mechaniken quasi am Anfang, immer wenn die vorgestellt werden, sehr offensichtlich sind, wie sie benutzt werden, muss auch nichts erklärt werden, sondern es regelt sich eigentlich alles von alleine und das ist eigentlich sehr, sehr schön umgesetzt. Und das ist eine Art Lernmethode, die mir doch sehr gut gefällt. Man kriegt was Neues, man muss das direkt mehrfach benutzen, was man da macht. Und da braucht man dann keine ewig langen Texte, die besonders kompliziert klingen. Ne, einfach Element hinstellen, sehr offensichtlich machen, was die Funktion ist und dann muss man das irgendwie zwei, drei Mal machen und dann weiß man das. Was man noch machen könnte hier ist, dass es eine Zeitgeschichte gibt hier. Hier Extras und DLCs hat man hier ergänzt. Clock ist eine Variante, was man machen kann. Ist letztendlich sehr unaufregend. Und zwar geht es dann darum, dass man hier durch ein Level quasi durch Speedrunnt. Hat in dem Sinne nichts mit Rätsellösung zu tun, sondern dass man hier verschiedene Sachen halt einsammeln kann, beziehungsweise aktivieren kann, verschiedene Schalter und verschiedene Sachen. Dann rennt man hier durch, dass man hier schneller wird zum Beispiel, dass man hier Zeit gut macht meinetwegen. Solchen ganzen Kram. Und es ist letztendlich, geht es da nicht wirklich darum, dass man irgendwelche tollen Rätsel macht, ne? Sondern dass man hier einfach mal schnell durchkommt. Und diese ganzen Sachen hier sind halt Abkürzungsvarianten. Mehr oder weniger. So, und das ist auch schon zu Ende. Ah, immerhin Silber. Mhm. Letztes Mal war ich bei Bronze. Das kann man halt machen hier, ne? Dass man da sich durch die Gegend bewegt. So, solchen ganzen Kram. Ist jetzt in dem Sinne, es benutzt halt die Elemente des Spiels. Aber in dem Sinne sind es halt keine schönen Rätsel, wenn man so will. So, hier geht es um Geschicklichkeit. Ist auch eine Sache, die bei dem Hauptspiel, was ist das hier? Achso. Nicht gefordert ist. Und zwar, wirklich, Geschicklichkeit wird eigentlich nicht oft benutzt, beziehungsweise wird nicht oft gefordert. Was an sich schon mal eine gute Sache ist. Okay. Ja, genau so muss das funktionieren. Na. Das ist schon mal eine gute Sache. Dass man halt in erster Linie durch Nachdenken tatsächlich durch das Hauptspiel kommt. Das gefällt mir noch sehr gut. Vor allem, weil ich nicht immer so der Allergeschickteste bin.
Hängt halt von der Situation ab. Beziehungsweise davon, hallo? Wie die Steuerung ist und so ein ganzer Kram halt. Hä? Okay. Abgefahren. Es wird schwieriger. Das ist schön. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt bis zum Ende durchspielen müsste und wollte. Aber man sieht doch, dass man hier relativ geschickt unterwegs sein könnte. Ach, guck mal. Und man hat zumindest eine Herausforderung. Man hat zumindest noch was weiteres, was man machen kann. Falls einem total langweilig wäre. Und das, da gibt es, glaube ich, da gibt es 10 Stück von. Man hat ja gemerkt, dass ich beim zweiten schon ein bisschen sehr, sehr vergeigt habe. Kann man auch noch machen. Also falls ihr das euch zulegen wollt, könnt ihr gerne machen. Das Spiel gibt es, glaube ich, so ziemlich in jedem Sale ein bisschen billiger. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Ist natürlich, dass ihr das jetzt, dass ihr die Rätsel schon mal gesehen habt und deswegen auch schon mal grob wisst, wie die funktionieren. Das macht es dann ein bisschen schade in dem Sinne, dass man halt nicht mehr dieses neue Frische hat, dieses selbst auf die Idee kommen. Aber vielleicht, falls ihr das in einem halben Jahr nochmal selber spielen wollt, wahrscheinlich habt ihr dann mittlerweile alles vergessen. So wie es zumindest meine Vorgehensweise wäre. Von daher, legt es euch zu, falls ihr wollt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier. Falls ihr noch mehr sehen wollt, übrigens, auf meinem Kanal hier auf YouTube sollte genug zu finden sein. Über 5000 Videos sind es mittlerweile. Ich mache den Kram schon zu lange. Und falls ihr zum Beispiel Rätselkrams wollt, ne, ähnlich wie das hier, Portal 1, 2, leider kann ich 3, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Folgen zu Portal 2, vor allem der Custom Core zum Beispiel mit dem Dakikse zusammen. Eine sehr schöne Sache, sind auch irgendwie über 300 Folgen geworden. Ansonsten Talos Principle gibt es da auch. Auch recht ähnlich, sag ich mal, vom Aufbau, auch ein Rätselspiel aus der Ego-Perspektive. Ansonsten halt, guckt euch einfach auf dem Kanal um, was ihr so haben wollt, was ihr sehen wollt. Da ist jedes Projekt, jedes Spiel ist in eine einzelne Playlist rein verfrachtet worden. Also einfach mal auf die Playlist-Übersicht gehen und da sollte für jeden was dabei sein, denke ich mal. Von daher sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei was auch immer es sein mag. Das war zumindest Cube im Director's Cut. Und ja, bis bald. Tschüss.